Ja, ich bin den vierten Teil über das allgemeine Pfeifenwissen noch schuldig geblieben. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch ein bisschen was über freie Shapes bei Pfeifen sagen will. Und das ist ein sehr umfassendes Thema, auch eins, das wahrscheinlich niemals beendet sein wird. Denn wir haben ja so in den letzten 30, 35 Jahren angeregt aus Dänemark einfach eine große Vielfalt unterschiedlicher Pfeifenformen bekommen. Und die klassischen Shapes sind natürlich weiterhin auf dem Markt und haben ihre volle Berechtigung, aber die Pfeifenmacher können heute wesentlich fantasiereicher an ihre Arbeit gehen. Wie gesagt, es ist ein Thema, das sicherlich nicht zu beenden ist, das ich auch nicht vollständig abdecken kann. Ich bin froh, wenn ich nur einen ganz, ganz kleinen Teil überhaupt mal aufzeigen kann, aber vielleicht ist das trotzdem für den einen oder anderen interessant. Bei den freien Varianten ist es natürlich immer am einfachsten oder ich sag mal am naheliegendsten, wenn wir Varianten der klassischen Shapes deutlich erkennen können, so wie hier zum Beispiel Quarterband Apples von unterschiedlichen Herstellern, eine Radicchio und eine Piane. Da erkennt man immer noch die zugrunde liegenden klassischen Formen, ohne groß nachdenken zu müssen. Das gilt ja auch für die geraden Pfeifen mit London oder Dublin-Kopf oder Liverpool. Aber auch da gibt es natürlich immer wieder Varianten, zum Beispiel bei dieser Kay Woody. Der Kopf ist oval geformt und man spricht dann auch von einer Oval. Und Hans Wormitt hat das Ganze mal variiert und hat das Oval quer zur Pfeife aufgebaut. Also auch das ist eine schöne Variante. Varianten einer klassischen Straight Apple, wenn man so will, wie hier aus dem Hause Stanville oder hier Tortuga Babes. Jetzt wird das schon eine mächtige Geschichte. Aber all dieses sind Pfeifenvarianten, wo man durchaus noch erkennt, aus welchem ursprünglichen Shapes sie eigentlich weiterentwickelt sind. Und es gibt klassische Shapes, die wir vielleicht sonst so in Pfeifen nicht mehr so oft wiederfinden, die aber trotzdem gut geeignet sind, auch für Bruyère-Holzpfeifen. Zum Beispiel die beliebte Kalabaschform. Ist natürlich klar, dass man die auch in einer Bruyère-Holzpfeife machen kann. Und dieses Modell von Buys-Chaumont, das gehört für mich zu den schönsten Varianten einer Galabash überhaupt. Oder hier, die alte indianische Calumet stand hier bei dieser Pfeife Pate, das sieht man sehr deutlich. Ne, die ist so aufgebaut wie diese alten indianischen Pfeifen, wie eine Calumet. Ja, auch die alte Cutty, die hier ursprünglich eigentlich als Tonpfeife produziert wurde. Auch die Cutty-Form findet sich in Bruyère-Holzpfeifen durchaus wieder und gehört dann zu den wirklich gut rauchbaren Werkzeugen. Ein Horn als ein freieres, na, es ist fast schon ein klassisches Shape mittlerweile geworden. Also ein Horn oder hier eine Skater. Auch sehr schöne Formen abgeleitet aus den klassischen. Ja. Und dann gibt es natürlich jede Menge wilder und freier Formen. Gucken wir uns nochmal von Damino Rovera dieses Ei an mit dem strahlend blauen Mundstück. Ich habe die Pfeife hier ausführlich vorgestellt. Eine ganz eigenständige Formgebung bei dieser Pfeife. Oder gucken wir uns die gute alte Teekanne an. Die hat Rallye Grufti auch schon mal gezeigt. Aus dem Hause Buys-Chaumont. Ist natürlich ein gewaltiges Ding. Aber eine hochinteressante Pfeife. Die alte Wasserpfeife scheint sich Faun zum Vorbild genommen zu haben bei der Konstruktion der sehr umstrittenen Loungepipe. Ich habe jetzt mal hier zwei Schläuche reingemacht in die Pfeife, den dritten zugestopft, den dritten Zugang. Man kann aber drei Schläuche, die gehören zum Lieferumfang der Pfeife, einstöpseln und kann ähnlich wie bei einer Wasserpfeife dann gemeinsam rauchen. Ist ein Riesenteil, also ein großes Füllvolumen. Da hat mein Daumen, wie man sehen kann, noch allemal Platz, kreisende Bewegungen zu machen. Zum Vergleich dazu mal vielleicht jetzt so eine normal große Pfeife. Das wäre also, jetzt nehmen wir einfach mal die. Dann sehen wir, wie groß die Lounge Pipe von Faun ist. Interessante Idee. Ich weiß, dass man darüber sehr gut streiten kann, ob sowas nicht auch
völliger Blödsinn ist. Gucken wir uns mal bei anderen freien Formen um. Hier zum Beispiel eine sehr schöne Pickaxe von Diplomat, stehen gelassene Naturborke. So kann man das machen. Oder der Peter Lehmann, der ja wirklich mittlerweile von vielen von uns geschätzt wird, mit dieser Vulcano-Form, eine Pfeife, die sich fantastisch entwickelt hat aus Mooreiche. Und Vulcano fängt auch oder ist im Grunde auf dem Weg zu einem, ja, wenn man so will, modernen, klassischen Shape zu werden. Die Fancy-Pfeifen, ne, rund um Preben Holm, der die ja in der Mitte der 70er Jahre in, vor allen Dingen in den USA extrem beliebt gemacht hat. Das hier ist eine Ericsson, allerdings keine Preben Holm. Das sind also Pfeifen, die wirklich richtig verrückt sind, sehr viele naturnahe Formen aufgenommen haben und sicherlich auch sehr Geschmackssache sind. Sehr schön hier von Daniel Keller eine Pfeife, die an einen Whisky-Fass erinnert. Whisky Barrel hat ja auch Paul Winslöw im letzten Jahr vorgestellt. Die Pipex aus der Schweiz mit einer ganz eigenständigen Form. Eine Pfeife, die im Grunde hochtechnisch ist, mit einem andrückbaren Mundstück und der Tabak, der hier vorne eingefüllt wird und dann wird die Kammer verschlossen. Was haben wir denn noch so an freien Formen? Ja, der Elefantenfuß, immer wieder auch eine Pfeife oder eine Pfeifenform, die besprochen wird. Einfach also ein Riesenstück Holz, eine riesengroße Pfeife, riesiges Stück Holz und dann eben Plateauholz, das stehen gelassen wurde. Der Elefantenfuß, Blowfish. Auch der Blowfish ist auf dem Weg zu einem modernen Klassiker zu werden. Ja, und dann nochmal ganz eigenständige Form hier, die Wave in einer Ausführung von Design Berlin. Ne? So, sehr schön sieht man das. Man soll auf den Bildern, wird das gesagt, die Pfeife auch so rauchen können, als so ein großer Bogen. Ich weiß aber nicht, wer das will, warum sollte man das tun, wenn das so einfach, ne, eine wirklich schöne und recht moderne Form ist. Oder jetzt das Letzte, was ich vorstelle, hier die One Finger Pipe. Dies allerdings ist ein chinesischer Nachbau, der qualitativ nicht besonders gut ist und die Pfeife steht auch mehr oder weniger nur in der Vitrine. Aber diese One Finger Pipe, das war sicherlich nochmal ein sehr außergewöhnlicher Versuch, Pfeifenformen zu interpretieren. Nicht wirklich sehr tauglich, weil die Brennkammer hier ganz vorne sitzt, man beim Anzünden der Pfeife, ne, das Loch überhaupt nicht sehen kann, sondern man guckt hier auf die Erhöhung. Also nicht jede Form ist auch eine Form, die für Pfeifen gut geeignet ist. Wie gesagt, dieser kleine Rundgang durch die freien Shapes kann überhaupt nicht vollständig sein, ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt von dem, was insgesamt so auf dem Markt ist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie zu verhaspelt war, das Ganze, und dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns bei nächstbietender Gelegenheit. Bis dann.